Guten Morgen! Heute geht es um das Betteln. Egal ob Punker, Flüchtling, Mönch oder Hundehalter, Bettler begegnen uns heute überall. Aber was ist Betteln eigentlich? Und sind wir wirklich in unserer Wahrnehmung adäquat auf die Realität ausgerichtet, dass wir wissen, was Betteln eigentlich bedeutet und was Betteln als solches eigentlich bezeichnet und wie sollte man mit dem Betteln umgehen und vor allem welche Auswirkungen hat das, wie wir mit dem Betteln umgehen. Mit dem Video heute möchte ich Euch wieder etwas bewusst machen, um dass ihr im Leben passendere, adäquatere Entscheidungen für Euch treffen könnt und dadurch eben auch besser lebt. Betteln bezeichnet erst einmal die Bitte um Almosen ohne Gegenleistung. Das bedeutet, man appelliert an andere Menschen, die mehr haben, etwas davon abzugeben. Also man setzt sich einfach auf die Straße, stellt seinen Becher oder seinen Hut vor sich hin und hofft auf milde Gaben. Damit der Topf sich schnell füllt, zeigt man seine Bedürftigkeit durch ein abgefragtes Äußeres oder erklärt seine Bedürftigkeit am besten noch einmal auf einem Schild, was man daneben platziert. Die erste Frage, die sich bei uns in Deutschland stellt, ist, warum gibt es überhaupt Bettler? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten, weil derjenige es möchte. Wenn du nach den Regeln der Gesellschaft in Deutschland spielst, hast du immer ein Dach über den Kopf und genug zu essen. Aber, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, es gibt Menschen, auch bei meiner Zeit als ich für das Arbeitsamt gearbeitet habe, sind mir diese begegnet, die lieber in die Obdachlosigkeit oder generell der Armut gehen, anstatt sich der Gesellschaft zu unterwerfen. Diese argumentieren dann zwar häufig, dass sie quasi keine Wahl hatten, aber ich kann aus erster Hand berichten, sie hatten alle eine Wahl. Und ich nehme ihnen das mal nicht, ich nehme ihnen das sogar auch nicht übel, dass sie sich so entschieden haben, aber sie hatten eine Wahl. Auch Menschen, die aufgrund von Alkohol, Drogen oder religiöser Abhängigkeit betteln gehen, haben dies alles irgendwann in ihrem Leben frei entschieden bzw. auch immer die Möglichkeit gehabt, dem Betteln zu entrinnen. Dieser Punkt, dass Betteln freiwillig ist, ist erstmal sehr wichtig für die bewusste Wahrnehmung des Bettlers oder der Bettlerin. Denn dieses Wissen schützt erst einmal vor einer bewusst oder unbewusst parasitären Ausnutzung der Menschen durch die Triggerung von Emotionen, die sie auslösen. Sehr viele von uns haben das Bedürfnis, Bedürftigen zu helfen und entsprechend wandert da über den Tag verteilt einiges in den Becher oder den Hut. Stellt Euch mal eine Stunde in die Nähe eines Bettlers und schaut, was da so reinfliegt. Man unterschätzt das leicht und entsprechend wird dann auch deutlich, warum es überhaupt so viele Menschen gibt, die sich freiwillig aus dem Sozialsystem rausziehen und betteln gehen. Das erstmal nur als Faktum. Also volkswirtschaftlich spricht man hier von einem Austausch von Geld gegen Gefühl. Man fühlt sich beschwert von einem Anblick eines Bettlers und erleichtert sich, indem man Geld dafür bezahlt, dass ihm das dann oder ihr das dann besser geht. Dann gibt es noch Bettler, die meiner Meinung nach gar keine Bettler sind, weil sie eine reale Gegenleistung erbringen, die aber oftmals als Bettler bezeichnet werden und sich selber auch bezeichnen. Da wären zum Beispiel die Mönche, die in ihren Klöstern Menschen helfen und aufnehmen, aber dies eben nur tun können, wenn sie betteln gehen. Oder die Musiker und wenn es nur eine Maultrommel ist, die einfach in der Straße, also in der Fußgängerzone etwas Musik zum Besten geben und dadurch ein positiveres Gefühl der Beschwingtheit zum Beispiel bei den Vorbeigehenden erzeugen. Oder die Punkerin, die ihren, mir alles schon passiert, die ihren nackten Arsch zeigt, wenn du ihr einen Euro in den Becher wirfst. Alles sind keine wirklichen Bettler, sondern sie bieten ein System der freiwilligen Bezahlung an. Sie bringen eine Leistung und möchten dafür gerne eine Gegenleistung, aber können sie nicht erzwingen, sondern es ist freiwillig. Während also erstere eine freiwillige und selbst verantwortete Notlage instrumentalisieren, um den Menschen ein schlechtes Gefühl zu geben, welches sie durch Geld mindern können, schaffen letztere einen freiwilligen Mehrwert. Das zur volkswirtschaftlichen Betrachtung. Und was passiert nun? Was sind die Konsequenzen, wenn man einen Euro erstmalig in den Becher eines Bettlers wirft? Ein Markt entsteht. Das ist genauso wie mit den ersten 1000 Leuten, die eine Bildzeitung gekauft haben. Man gibt sein Geld in ein System, welches dadurch dann, so denn der Systemträger nicht dumm ist, am Laufen erhalten wird. Denn wenn keiner die Bildzeitung kaufen würde, gäbe es die Zeitung recht bald nicht mehr.
Daher auch immer mein Appell an einen bewussten Konsum. Wie gebt ihr euer Geld aus? Und Bettlern ihr Geld, das Geld zu geben, ist auch eine Form von Konsum. Ihr konsumiert das positive Gefühl, was aber euer negatives Gefühl überdeckt, was durch den Bettler ausgelöst ist. Aber es ist ein Konsum. Natürlich kann man auch mal Scheiße kaufen, aber man sollte sich immer bewusst sein, dass es Scheiße ist und dass man ja die entsprechende zugrunde liegende Scheißwirtschaft am Laufen hält. Und ja, wie ist das nun beim Betteln? Wenn der Bettler eine Leistung erbringt und sei es zum Beispiel nur, dass er ein Gedicht aufsagt, ein Lied singt, dann zeigt man dem Bettler mit diesem Euro, den man dann reinlegt, oder 2 Euro, was auch immer, zeigt man, dass diese Leistung erwünscht ist und dass sie eben für den Vorbeiziehenden einen gewissen Wert hat. Also wenn er gut singt oder was auch immer, wenn er irgendwas macht, ein Gedicht aufsagt, dass das einen Wert hat. Und das ist eine klassische Win-Win-Situation und das ist eine gute Sache, auch marktwirtschaftlich gesehen eine gute Sache. Wann immer ihr euer Geld ausgibt, sollte das der Fall sein, ne? Dass idealerweise alle davon profitieren. Aber was ist beim klassischen Betteln ohne Gegenleistung der Fall? Indem ihr einen Bettler ohne Gegenleistung einen Betrag in den Becher werft, entsteht bzw. fördert ihr den Markt dafür, dass schlechte Gefühle von Schuld und Sühne in den Menschen initiiert werden und dass dieses System immer weiter am Laufen gehalten wird. Denn wenn der Bettler oder die Bettlerin merkt, da kommt periodisch was in diesen Becher geflogen und sie realisieren, wenn dann noch der arm aussehende Hund oder das verwahrloste Kind daneben liegt, da kommt noch mehr, dann wird immer weiter gebettelt und es wird immer sich noch schlimmer dargeboten und das Leid der Menschen, die vorbeiziehen, die eben sensibel sind, auch angehoben. Da ein Markt geschaffen wurde und da ein Markt existiert. Das bedeutet, mit jedem Mal, wo ihr etwas in den Becher ohne Gegenleistung hineinwerft, fördert ihr das Leid der Menschen, die Mitgefühl haben. Ich lage nochmal zugrunde, damit ihr das wisst, das ist nur eine marktwirtschaftliche Betrachtung. Hier geht es nicht um echtes Leid, weil keiner muss leiden, keiner muss betteln. Das ist ein Markt, das ist ein Marktteilnehmer. Der Bettler ist ein Marktteilnehmer. Der Bettler ist nicht gezwungen. Ich sag mal 99,99% der Fälle. Ne? Die Menschen, die kein Mitgefühl haben, die werden davon natürlich nicht tangiert, wenn sie da vorbeigehen. Die sind auch keine Marktteilnehmer, sie laufen einfach vorbei. Und ja. Ihr fördert mit dem Bettel eben den Markt, dem derjenige ausgeliefert ist, der eben Mitgefühl hat, und da fördert ihr eben auch das Leid. Und das ist meiner Meinung nach richtig, richtig schlecht. Ne? Und es ist auch kein Ding, dass der Bettler oder derjenige, der das Geld eben auf diese Weise verdienen möchte, egal wie man es bezeichnet, eben auch eine kleine Leistung bringt. Das ist, glaube ich, auch nicht zu viel verlangt, dass er, ja, dass man mit einem positiven Gefühl ihm gerne was gibt. Er kann ja trotzdem von mir etwas schlecht gekleidet aussehen oder was verwahrlost. Aber dass man einfach das Gefühl hat, dass es ein positiver Markt ist und kein negativer Markt. Also ich finde es nicht gut, Menschen, die einen Markt aus Leid kreieren, dass man diese Menschen unterstützt und damit auch den Markt unterstützt. Vor allem aus zwei Gründen. Zum einen leiden die Menschen am meisten, die meiner Meinung nach die Menschen sind, die die geistige Evolution vorantreiben. Menschen mit Mitgefühl und Menschen mit Barmherzigkeit. Und zweitens kommt es aufgrund der relativ einfach auszuführenden Tätigkeit als Bettler schnell zu einer Abschöpfung der barmherzigen Menschen, die dann aufgrund der Begrenztheit des Geldes, was jeder hat, irgendwann aus Selbstschutz eine Mauer aufbauen vor ihrer Barmherzigkeit und vor ihr Mitgefühl. Und was dann wiederum die geistige Evolution verlangsamt und sogar zum Stillstand bringt. Denn nur Liebe und Mitgefühl, das ist die Triebkraft für eine bessere Welt. Aber wenn Mitgefühl erst initiiert wird, dort wo gar kein Mitgefühl einen natürlichen Platz hat, weil es in unserem System den fremdverschuldeten Bettler gar nicht gibt oder sagen wir extrem selten gibt. Mir fällt jetzt nichts ein, aber ich habe genug Demut, irgendeine Konstellation zu erschaffen, dass es dann doch den fremdverschuldeten Bettler gibt. Ach, dein Hemd, sozusagen diese Geste des Mitgefühls. Wie gesagt, Mitgefühl und Liebe ist das Wichtigste. Aber wenn man dieses Mitgefühl erst initiiert, bewusst initiiert, um das abzuschöpfen, ne, und dann hemmt diese Abschottung des Mitgefühls, was die Folge ist, das hemmt das echte Mitgefühl in Situationen, die eben die geistige Evolution vorantreiben würden. Ne? Es ist eine ganz perfide Instrumentalisierung. Wie handelt man nun meiner Meinung nach korrekt?
Wenn man nicht mitfühlend ist, dann hat man ja in der menschlichen Entwicklung oder mit der menschlichen Entwicklung, mit der geistigen Evolution über die Jahre sowieso nichts am Hut, und diese Personengruppe, die kein Mitgefühl hat, keine Liebe, sie ist sowieso komplett irrelevant für eben die geistige Evolution und wird quasi in jeder Epoche der Menschheit einfach immer nur mitgezogen. Wenn ihr mitfühlend seid, wenn ihr zur Avantgarde der Menschheit gehört, dann macht euch klar, dass ihr mit diesem Bettler und mit dem Austausch des Geldes ein Markt bedient, der geschaffen wurde, was aufgrund der schnellen Abschöpfung der künstlich generierten Nachfrage der Spender schnell dazu führt, dass das gesellschaftliche Mitgefühl reduziert wird, weil Geld eben nicht unbegrenzt zur Verfügung steht und man sich irgendwann von seinem echten Mitgefühl, von dem Katalysator der geistigen Evolution distanzieren muss, seine Barmherzigkeit einschränken muss. Die Anbieterseite hingegen ja, wird immer wieder neue Produkte auf den Markt bringen, also offensichtlich leidende Menschen, und gerade in einer Gesellschaft, wo die Opferhaltung quasi schon zum guten Ton gehört, ist das überhaupt kein Problem für die meisten Menschen, ihren Stolz zur Seite zu legen und sich als Opfer darzubieten und zu sagen, hey, mir geht's schlecht, gib mir mal einen Euro. In Relation zu vielen anderen Arbeiten ist so einen Becher hinstellen und dafür bezahlt zu werden, dass man sich in seiner Opferhaltung suhlt, eine relativ einfache Arbeit. Alles was es dabei eben zu überwinden geht, ist eben der Stolz. Aber was dann auch zum Beispiel mit sehr viel Dreck im Gesicht, was zudem noch katalysierenden Charakter auf die leidende Optik hat, auch minimieren kann, weil man dann sozusagen nicht identifiziert werden kann. Man macht sich quasi unkenntlich. Und daher empfehle ich wirklich in dieser Situation einem Bettler ohne Gegenleistung, der einen Markt kreiert, diesem Bettler nichts zu geben. Um sicher zu gehen, dass er eben nicht die 0,001% existiert, der eigene Demut, was ich vorhin angesprochen habe, dass der Bettler nicht wirklich fremdverschuldet in diese Situation hineingeraten ist und da auch nicht rauskommen kann, was extrem unwahrscheinlich ist, sollte man das, wenn man die Zeit hat, das Gespräch suchen und feststellen, ja, wie die Situation eigentlich genau ist. Ich habe das bisher schon ein Dutzend Mal gemacht und meine Meinung, dass das Bettel ein freier Wunsch ist, wurde erhärtet. Meist kommt sowas wie ja, man hat kein Geld, keiner bezahlt mir ein, ich bekomme kein Geld mehr. So, und da ist dann meistens der Staat gemeint. Auf die Nachfrage, warum das denn nun so ist, bekommt man eigentlich, probiert das aus, ne? Also ganz bizarrerweise kommt man nur die Wiederholung, also ich bekomme kein Geld mehr. Ich sage, na, wo bekommst du denn kein Geld mehr? Warum denn nicht? Ich bekomme kein Geld mehr. Wirklich immer nur diesen einen Satz, und das ist, sage ich mal, wie gesagt, ein Dutzend Mal, 13, ich habe keine Ahnung, ihr habt nicht mitgezählt. Aber gefühlt bei jedem zweiten Mal wird einfach immer nur dasselbe gesagt, da wird keine Kommunikation betrieben, da wird immer nur gesagt, ja, ich bekomme kein Geld mehr. Und ja, das ist halt, da findet keine Selbstreflexion des Menschen mehr statt. Und ja, und da hat man sich im Endeffekt als Bettler nur in seine persönliche Komfortzone eingegroovt. Und ich sehe das nicht so irgendwie, dass ein Bettler weniger wert ist oder dass ein Bettler ja, in irgendeiner Weise ein schlechteres Leben hat oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das kann man anhand von objektiven Kriterien so festlegen. Aber man fühlt sich so gut, wie man es persönlich einschätzt. Wenn wir unsere Situation hier sehen, jeder Mensch in Afrika, der an Hunger leidet, wird jede Situation von uns im Land als super einschätzen. Und schaut euch, wie viele Menschen hier leiden. Einfach andere Einschätzung. Und deswegen, ich sehe den Bettler nicht irgendwie negativ. Und also von daher, ja, es wirkt etwas befremdlich, wie so eine Existenz des Bettlers eine Komfortzone sein kann. Aber es ist eine Komfortzone. Und ich habe ein bisschen ein Problem mit Menschen, die in ihrer Komfortzone verweilen wollen. Und das ist egal, ob das der Reiche ist, der dem Geld hinterher jagt und der erfolgreich ist und an Depressionen leidet und dann von seinem High Trump Tower springt, oder eben der Bettler, der eben vorm Aldi liegt. Das mache ich überhaupt keine Unterschiede. Drei Bettler, daran kann ich mich konkret erinnern, haben mir dann in der Tat auch ihre Geschichte erzählt. Und letztlich wurde da auch klar, dass sie einfach ja, an einem Punkt des Lebens den Weg des geringsten Widerstands auf Kosten des Leids anderer Menschen gesucht haben. Also, dass es sehr wohl Alternativen gegeben hätte, die aber dann ja, vor allem meist im ja, auch menschenunwürdigen System des ALG II liegen.
Aber ja, sie wählen dann lieber eben die Bettelei, weil sie dadurch natürlich viel mehr Freiheit haben. Das ist aber eine eigene bewusste Entscheidung. Und ja, nach diesen Gesprächen, wo es dann zu den Gesprächen kam, den 3 Stück, habe ich sogar 2-mal trotzdem was gezahlt. Trotz dessen, dass es selbst verschuldet war. Aber das war eine bewusste Entscheidung, weil zum einen mir derjenige offen und ehrlich begegnet ist, was ich als persönliche Eigenschaft so extrem schätze, und zum anderen, weil ich ein paar amüsante Minuten hatte mit, ja, mit einem so bösartigen und durchtriebenen Menschen, wie in einem Fall, ja, dass meine dunkle Seite auf Jahre genährt wurde. Also dann war es eine Gegenleistung. Weiterhin solltet ihr in eurem Mitgefühl auch bedenken, wenn ihr nichts zahlt, sorgt der menschliche Selbsterhaltungstrieb des Bettlers dafür, dass eben dieser Mensch auch umdenken muss, dass sie auf dem Markt des Leidens kein weiteres Leiden mehr an den Mann bringen können oder an die Frau. Sie integrieren sich wieder in das soziale System, und was dabei Tolles rauskommen kann, das habe ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt, ne? Hier oben in den Infokarten. Also, das war meine Darstellung inklusive der aus meiner Sicht überdenkenswerten Konsequenzen auf die Gesellschaft und deren Mitgefühl und entsprechend damit auch die geistige Evolution. Sollte ein Bettler hier zuschauen, dann der Appell an dich: Mach einfach was. Male ein Sonnenblumenfeld mit Kreide irgendwo auf dem Gehsteig oder singe ein Lied, biete kostenlos Umarmungen an. Das soll ja möglich sein. Oder Gespräche, ne? Biete irgendetwas an und beschränke dich nicht auf Mitleid zu erzeugen. Das ist ja was Negatives. Ne? Biete etwas da, irgendetwas. Das kann das ganz Einfache sein, wie eine kostenlose Umarmung oder sonst irgendetwas. Ne? Probier diesen Weg zu gehen. Das ist etwas Positives. Jeder Mensch kann etwas tun. Und wenn es nur ein kostenloses Lächeln ist, schreibe auf dein Schild kostenloses Lächeln und lächle die Menschen, die vorbeiziehen, einfach an. Glaube mir, auch da bekommst du was in deinen Becher, und das ist gut, und das fördert sogar die geistige Evolution der Menschheit und nicht nur deinen eigenen Geldbeutel auf Kosten des Mitgefühls anderer Menschen. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu meinen Ausführungen und einem, denke ich, durchaus kontroversen Thema. Gerade wir sind ja hier mit Leuten unterwegs, die ja, die Mitgefühl und Liebe als das höchste Gut preisen. Und auf den ersten Blick könnte man meinen, dass so eine Einstellung, die ich euch heute dargeboten habe, dass es irgendwie kalt ist oder dass Liebe und Mitgefühl fehlt. Und ich hoffe, ich konnte das ein bisschen relativieren und meine Darstellung hier zum Besten geben. Und ich bitte euch auch in der Diskussion auch auf meine Zusammenhänge zu referieren. Also, ich gehe auch langsam davon ab, Menschen, die nur die Überschrift lesen, darauf einfach einen Kommentar schreiben, dass ich diese Kommentare in Zukunft einfach wirklich nicht mehr beantworte oder wirklich ganz kurz und selber genauso unreflektiert auch beantworte. Weil das ist ein sehr, sehr tiefschichtiges Thema und ist gar nicht so leicht zu betrachten. Also von daher, ja, nur der Hinweis, also wenn ich merke, dass jemand zum Beispiel argumentiert etwas, was ich im Video als Argument zum Beispiel schon gebracht oder entkräftet habe, ohne dass er darauf Bezug nimmt und ich dadurch erkenne, dass er dieses Video nicht gesehen hat in voller Länge, dann werde ich natürlich aus Respekt vor der Zeit, die er sich nimmt, immer, ich beantworte jeden Kommentar, aber ich werde dann vielleicht auch etwas, ja, auch unreflektierte Antworten, auch generalisierte Antworten. Das nur mal so als Information. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bin gespannt, ob es zur Diskussion kommt, ob es andere Meinungen gibt, was ihr zum Thema denkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.